Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer etwas verschnupften Folge Scrap Mechanic. Ja, ihr hört schon, ich habe mich ziemlich erkältet. Ich klinge ziemlich schrecklich gerade. Aber wenn ihr die Folge Scrap Mechanic sehen wollt, dann fürchte ich, müsst ihr euch das jetzt leider geben. So, was habe ich heute vor? Da wir jetzt hier oben schon so eine wundervolle Garage haben, wollte ich hier oben auch gerne das Fahrzeug verbessern, aber wie ihr seht, leider kann man in Scrap Mechanic noch nicht in einem geschlossenen Raum bauen, weil er dann immer versucht, die Struktur zu umgehen, um mehr Platz zu haben. Das funktioniert nicht. Also müssen wir leider die Garage erstmal wieder verlassen zum Bauen. So. Boop. Und natürlich hätte ich gerne auch noch irgendwann mal eine Möglichkeit, diesen Aufzug zu bedienen, ohne dass ich diesen Knopf drücken muss. Das wäre sehr cool. Hallo, so weit wollte ich gar nicht. Ach so, ihr seht, ich habe mein kleines Grundstück hier hinten etwas aufgeräumt. Ich habe alles weggelöscht, bis auf diesen Lift hier. Weil den finde ich vom Prinzip her so cool. Ja, soll jetzt kein Eigenlob sein, aber ich finde dieses Prinzip einfach toll und den würde ich gerne noch behalten und eventuell auch irgendwann mal weiterentwickeln. So, was mich stört, ist, dass diese Dinger hier nicht mittig sind. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen anpassen. Und zwar auf relativ einfache Weise. Ich werde den ganzen Spaß, hallo? Den ganzen Spaß ein bisschen nach vorne verschieben. Ach so, ja, das war nicht klug. Das, das. So. Dann kann jetzt, komm mal runter da. Dann kann jetzt dieses hier weg. Gut. Dann kann eventuell sogar, damit man da besser drauf springen kann, was ich ja gerade demonstriert habe, dass es momentan nicht so gut geht, der Motor hier hin, aber ein bisschen gedreht. So. Jo. Und dann machen wir unser kleines Kompaktfahrzeug mal wieder fertig. Joa. Federung. Okay, gut. Als allererstes immer schön den Motor mit dem Cockpit verbinden. Ansonsten fährt das Ding ja direkt los. Das haben wir ja schon festgestellt. Ach ja, stimmt, das ist ja noch auf dem Lift. Blub. So, jetzt kann man hier auch schön draufspringen und ab geht's. Testfahrt. Ja, es ist jetzt nicht gerade geländegängig. Das geht eigentlich. Oh, das Quietschen nervt. Es ist hier hinten noch ein bisschen zu nah dran gebaut. Dieses Quietschen, das ihr hört, das passiert übrigens immer, wenn die Räder irgendwo zu nah dran gebaut sind und beim Fahren an etwas anderes dran stoßen. Also wenn ihr dieses Quietschen hört, dann habt ihr irgendwo irgendwas zu dicht gebaut. Und also zu dicht aneinander und dann müsst ihr das am besten korrigieren. Nicht nur, weil das Quietschen nervt, sondern weil auch eventuell dann irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte. So.
Ah. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Ah, jetzt habe ich einen Block zu viel gelöscht. So. Jawohl, das sieht schon besser aus. Jetzt kann ich noch hier. Nein. Ich hasse es, wenn das passiert. Egal. So, jetzt, das kriegen wir schon wieder. Du dahin. Du dahin. Du dahin. Und du dahin. Verzeihung. Ach, das ist auch Kacke mit dieser Erkältung. So. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Wir fahren. Ach komm, dann bauen wir den doch auch mal direkt richtig auf hier. Wir fahren links. Und rechts ist Beifahrer. Na, das hatte ich ja vorher irgendwie ein bisschen verkehrt rum. So, Motor wird verbunden. Lenkung wird verbunden. Jo, Test, jetzt dürfte es nicht mehr quietschen. Aber es quietscht trotzdem. Warum quietscht es trotzdem? Quietscht es hier auch? Nö, hier quietscht es nicht. Quietscht es hier? Ja, hier quietscht es auch. Ach, lass es quietschen. Dann ist das halt so. Aber ich würde das natürlich jetzt noch gerne ein bisschen verschönern. Weil ihr müsst zugeben, besonders hübsch ist das Teil noch nicht. Auch wenn es hier drauf passt, aber besonders hübsch ist es noch nicht. So. Deshalb. Also erstmal. Jo, drüber gucken kann man, das ist gut. Erstmal machen wir hier mal zu. So. Dann. Hier glaube ich auch. Ja. Und dann werden wir da seitlich mal so ein bisschen Rohrgestänge anbringen. Als ja, als Fahrzeuggehäuse irgendwie. Ich werde mal das hier nehmen. Damit kann man nämlich sehr schön hier
Okay. Das ist natürlich problematisch. Ah, da hatte ich es doch gerade so. Geht auch noch nicht. Ah, ärgerlich. So, schauen wir erstmal, ob das so noch auf den Lift passt. Ja, sieht gut aus. Es wird schon echt breit, ne? Das wird schon ziemlich breit. Ich glaube, ich lasse die Geschichte hier mal weg. Dafür mache ich das Ganze hier vorne mal ein bisschen hübscher. Und zwar kommen da Scheinwerfer hin. Und ach komm, eine Hupe können wir auch immer gebrauchen. Und am besten, ja, was nehmen wir denn da noch? Vielleicht hier so ein Block. Sieht irgendwie komisch aus, oder? Ah, gefällt mir noch nicht ganz so gut. Ach, guck mal hier. Das sieht doch bestimmt cool aus. Jawohl. Alles klar. Hier kann man das Ganze noch ein bisschen verschönern. So ein paar Rohre, so ein bisschen wie, upsala, den Aufzug brauche ich natürlich hin und wieder noch. So ein bisschen Rohre wie Überrollbügel oder so. Muss ich natürlich mal gucken, wo der Kopf ist. Ach da. Ja gut, da ist das natürlich ein bisschen zu niedrig. Und wenn ich das hier nehme. Ach, das sieht komisch aus, weil das nicht ganz mittig ist immer, ne? Ach, schade aber auch. Was haben wir denn hier noch? Hm, schwierig, schwierig. Aber wir können natürlich hier hinten so, oh, ich weiß was, wir machen daraus so einen halboffenen Buggy. Das sieht bestimmt cool aus. So, und hier jetzt so nach oben gerichtet, genau. Hier noch nach oben. Wie? Ah, so passt das. Ist natürlich die Frage. Passt das Ding dann auch noch da oben rein?
Ja, sieht gut aus, ne? Nehmen wir. Geht das nicht eventuell sogar noch einen tiefer? So, dann so. So, dafür brauche ich jetzt natürlich Controller. So ist schon richtig und so. Genau. Startposition würde ich sagen, ist schon so ein bisschen gekippt. Ach nee, andersrum. Nee, 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 nee. Das mit dem Gekippten, dann passt das hinterher außen nicht mehr. Das ist auch nicht gut. So. Das ist eigentlich schon ein bisschen zu lang, ne? Das machen wir wieder weg. So. 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 Dann so, so, so zurück. Ah, shit. Oh nein. Mal wieder aus Versehen den Fahrersitz abgesenst. Ach so. Da habe ich ja übrigens auch vergessen, den Knopf für die Hupe anzubringen, ne? Wo machen wir den denn? Hier so. Klappt, obwohl es auf dem Lift ist. Ha, Spiel. So. Das nochmal ab. Das nochmal ab. So, dann machen wir hier so einen dran. Hier so einen dran. Hier so. So, 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 so. Jawohl, das ist der Seitenprallschutz. Und die andere Seite kriegt natürlich auch einen. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, upsala. Dann schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein.
Da ich die nächste Folge direkt hier nach aufnehme, werde ich da immer noch krank sein. Also, für die Leute, die sich das nicht antun können, ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr die nächste Folge überspringt. Ich kann ja meine Stimme selber kaum ertragen momentan. Aber die Show muss weitergehen und so, ne? Ihr wisst ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.